Ah, so komme ich nach oben hin. Doch, alles klar. Hier ist die Treppe nach oben. Ich bin auf dem richtigen Weg. Muss nur abwarten, bis die eine Wache hier vorbeikommt. Schlendert hier vorbei. Und dann verschwindet sie hinter dem Vorhang. Nein? Kumpel. Na gut. Dann muss ich euch eben beide wieder auf einmal erledigen. Bye bye. Oh, du hast was bemerkt? Zu spät. Zack. Arme Drecksau. Einfach niedergemeuchelt. So. Los die Treppen nach oben. Haltet stand, Männer! Macht sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Schlagt sie zurück! Vive la Revolution! Bleibt ruhig! In die Bresche! Haltet die Reihe! Tötet okay. Sie alle! Ich muss den richtigen abknallen. Nur nicht den falschen. Ah, verdammt! Ach, egal! Hey! Darf ich mitspielen? Lass mich durch! Das war überfällig. So, seid ihr auf meiner Seite, oder? Ihr helft mir, oder? Wie geht es dir, Arno? Ah, danke, ganz gut. Wollte schon sagen. Okay. Alles klar. Auch die letzte Hilfe gehört uns. Oder? Die Ablenkung ist noch auf dem Dach. Wow. Weitere Wachen. Und weitere Gefangene. Da drüben. Wenn ich mich beeile, rette ich die auch noch. Noch eine? Was ist zum Teufel? Guter Junge. Kommt, Leute, nach oben. Verdammt. Komm her. Ach, komm schon. Mach hier nicht so eine Szene, komm. Du sollst nicht hier so eine Szene machen. Ach, Freunde. Mann. Ich sagte, ihr sollt keine Szene machen. Ihr sterbt sowieso. Zack. Du genauso. Penner. Ich komme zu spät. Sie haben sie abgeschlachtet, oder? Scheiße. Aber jetzt bin ich oben. Hinweg über den Stachel. Ah, Moment. Habt ihr noch irgendwas dabei? Ich könnte etwas Medizin gebrauchen. Keine Medizin. Doch. Sehr schön. Jawohl. Immer her damit. Gut. Hier sind noch ein paar Wachen zu befreien. Mal gucken, ob ich das Schloss hier knacken kann. Jawohl. Und schon kommen wir durch. Ich befreie noch die anderen Wachen, dann helfen die mir später vielleicht, wenn es richtig abgeht. Ja. So auf jeden Fall nicht. Schaut, Aufseher! Euer Bruder kommt und zu tschüss. Besuch! Möchtet ihr ihn nicht sehen? Okay. Na los, Aufseher! Da oben ist, da unten ist der Captain. Vive la Revolution! Aber der muss noch warten. Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Gibt's hier irgendwie ein Fenster oder sowas? Er vermisst euch. Leider nicht. Ist die Ablenkung irgendwie... Na, na, Aufseher! Nicht so unhöflich zu eurem Gast. Hm.
seht, er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt saht. Vielleicht oben entlang? Komm schon. Oh! Schmollt ihr etwa auf den... Nach unten, bevor mich irgendjemand sieht. Es tut mir unendlich leid auch sehr. Es ist nun... Wir konnten den Rest von ihm nicht finden. Wir müssen das Feuer anzünden. Ist er irgendwo scharf abgebogen? Gut, wenn ihr nicht wollt, dann schätze ich... Egal, vergiss die Wachen. ...wird er ein feines Souvenir abgeben. Dann zünde ich das Feuer jetzt an. Alors enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Leise. Wie viele Wachen sind denn noch hier oben? Schon einen ganzen Haufen hat er um sich geschart. Mist! Wo kommen die denn jetzt her? Er spielt da mit seinem Köpfchen. Aber wir müssen irgendwie... ich habe eine Idee. Dann gehe ich mal da entlang. Oh oh. Jetzt bleibt mal cool! Sehr aufmerksam, sehr, sehr aufmerksam, muss ich ja sagen. Na, verdammt. Komm schon. Abwarten. Abwarten und los! Hep, hep, hep! Okay. Jetzt schnapp ich mir diese Penner da oben. Er ist weg! Er kommt! Ich weiß es. Es wäre so lustig, wenn die so reagieren würden. Aber tun sie natürlich nicht. Aber egal. Erstmal zwei Schützen hier drin. Was? Was? Wieso denn? Was soll denn der Quatsch? Wieso bin ich jetzt gestorben? Naja. Ist das ein Bug oder was? Da ist das Ding, was ich anzünden soll. Ach, egal. Okay. Jetzt Beeilung. Ab nach oben. Brenne Flagge! Oh je. Yep. Wie töte ich den jetzt am besten? Yep. Ja. Zack. Erledigt. Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Okay. Ah, seht! Er vermisst euch. Der Turm brennt schon. Na, na, Aufseher. Nicht so unhöflich zu eurem Gast. Hallo, ich bin hier. Moment. Seht, er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt saht. Moment. Genau. Moment. Und schon, zack, in die Ecke mit dir. Und jetzt du. Das war's. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich. Oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Erledigt, Luxembourg. Oui, macht hier sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut.
hungern sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Das war also der Plan. Jetzt kommt der Nächste. Mensch, echt. Ich muss hier verschwinden. Alles gut, alles gut. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Ich wollte eigentlich... Na, egal. Oh. Weg hier! Napp! Ciao, Freunde! Au. Nein! Napp! Napp! Und... runter! Okay. Geschafft. Ich zieh weg hier. Die Templer stecken also dahinter. Wer hätte das gedacht? Mit dieser Revolution. Jawohl, wir haben's geschafft. Und haben den Captain erledigt. Leider nicht so, wie ich es wollte. War ja irgendwie voll blöd, dass ich da gestorben bin. Ihr habt bestimmt gedacht. Ja, lass ihn in Ruhe, Mann. Und euch zwei töte ich auch. Zack. Erledigt. Ja, Mann. Viva Revolution. Genau. Interessant. Das dürfte auf jeden Fall Napoleon interessieren. Oder vielleicht auch nicht. Dass ich ihn jetzt erledigt habe. Dadurch steigt sein Ansehen jetzt auf jeden Fall. Okay, wo müssen wir hin? Müssen wir vielleicht auch wieder zurück? Nein, müssen wir nicht. Tatsächlich. Hungerzeit, alles klar, wir sind schon in der Nähe. Dann machen wir gleich die nächste Hauptmission. Wenn ich schon in der Nähe bin und keine Nebenmission hier irgendwo ist, dann machen wir gleich mal die nächste. Ja, ja, alle! Lass mich durch, Mann. Aber warte mal, aber das kann ich kurz holen. Das ist da oben. Bravo. Das hole ich mir noch ganz kurz. Irgendwo da oben. Ich muss nur gucken, wie weit oben. Und hoch! Schon wieder ein Verbrechen im Gange. Keine Zeit. Scheint ganz oben auf dem Turm zu sein. Na gut. Dann holen wir kurz das Sammelobjekt. Ah, bei der Glocke. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Das haben wir sowieso schon aufgedeckt. Und abwärts. Wow. Ich hab grad gedacht, er klatscht auf den Boden. Okay, schon wieder Extremisten. Zeit, sie auszulöschen. Legt euch hin, ruht euch aus. Schon ist vorbei. Okay. Dann stoppen wir mal die Hungerzeit. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Perfekt. Okay.
Wir müssen zum Pier. Und auf dem Weg dorthin können wir auch wieder dann kleine Missionen oder Sammelobjekte einsammeln. So wie es aussieht, ist das eine Sammelobjekt irgendwo hier. Moment. Hier oben. Da. Hab's gefunden. Hepp. Zack. Und hoch. Es war doch gerade hier. Ich hab's doch gesehen. Nein. Ich bin zu weit oben, oder? Da unten, hä? Ach so, okay. Oh. Komm her! Ich bin hier! Ja! Bin doch hier, beruhig dich. Dein Todesurteil hast du ja schon gesprochen, indem du mich aufgefordert hast, herzukommen. Oh, ab nach oben. Und da haben wir es ja. Gut. Wieder ein Fundstück. Gut, und weiter geht unsere Suche nach dem Pier. Oh. Hallo Freunde. Bevor ihr wieder hier anfängt, mich anzumucken, töte ich euch mal lieber. Ach, der Pier ist gleich da drüben. Okay. Aber ich gehe noch ganz kurz zum Händler. Na, alles klar. Willst du mein Geld in deine Tasche? Ja, willst du? Okay. Dann füllen wir mal alles auf. Genau. Und verschwinden dann gleich auch wieder. Können wir gleich mal hier Phantomklingen einsetzen. Wer weiß, ob wir nicht uns jetzt wieder den Weg freistellen müssen. Hey! Kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Seht nach Steuerbord! Dann verfolge ich eben mein Boot. Ja. Auch nichts Besseres zu tun, als ein Boot zu verfolgen. Seht nach Steuerbord! Ja. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch! Komm schon, komm schon, komm schon! Runter! Aus dem Weg! Vorsicht! Keine Zeit für euch! Okay. Weiter, 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 weiter. Sie dürfen mir nicht entkommen. Okay, jetzt muss ich auch aufs Boot. Na, chillst du hier? Alles gut. Mist. Ja. Was war das denn gerade? Ich darf das Boot nicht verlieren. Nur nicht ins Wasser fallen. Nur nicht ins Wasser fallen. Was war das denn? Wo willst du hin? Hast du dir eingekackt? Brauchst du neue Hosen? Nein, brauche ich nicht, Mann. Ich muss mich beeilen. Okay. Okay. Was zum Teufel? Ach, keine Zeit. Sorry, keine Zeit. Ich darf das Boot nicht verlieren. Oh. Verdammt! Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! Na, das können wir doch nicht zulassen. Ja. Okay. Auf dem Dock sind mal wieder ganz schön viele böse Männer. Ja. Die es gilt, natürlich auszuschalten.
schauen wir uns um. Wir dürfen keinen Alarm auslösen. Hier sind Alarmglocken und eine Menge Extremisten, die baden gehen wollen. In ihrem eigenen Blut. Los geht's. Hier ist Nummer 1. Komm her. Du verschwindest. Dich wird keiner vermissen. Gut, was hast du dabei? Kommt nur her. Kommt ruhig her. Ihr folgt eurem toten Freund. Wenn ich dich aus dem Weg geschafft habe, hab ich erstmal Ruhe. Zack. Dann ist der Pier noch nicht so vollgeladen. Da drüben ist es noch zwar welche, aber mit denen werde ich noch fertig. Gut. Weiter geht's. Von Deckung zu Deckung. Putzt durch, putzt durch. So, die Alarmglocke. Und ein Wachmann. Treffe ich den von hier aus? Wenn ich den jetzt erledige, wird er da drüben aber sicherlich was merken. Deswegen erstmal ab nach oben. Schau an, schau an, schau an. Das Ganze ist da drüben. Ich könnte auch rüberschwimmen, aber... Das wäre langweilig. Erst ihn hier. Ciao. Der hat schon was bemerkt. Und der hat ein Bad genommen. Umso besser kommt er mir nicht in die Quere. So, wie es aussieht, muss ich den gar nicht killen. Wenn ich den schon nicht killen muss, ist das ja. Ich warte einfach ab, bis er wieder um die Ecke kommt. Dann schalte ich die Glocke aus und schleich weiter. Der da drüben muss ich nur im Auge behalten. Ich könnte auch durch diesen Tunnel hier. Aber ich weiß nicht, wohin der mich führt. Okay, jetzt. Glocke aus. Zack. Und verschwinden. Nein, natürlich nicht, doch. Mach's gut! Oh. Er ist die Treppen runtergefallen, er hat sich das Genick gebrochen. Alles klar.
ist er. Ihn hier muss ich bestehlen. Ich brauche die Papiere von der guten Frau. Langsam, langsam, langsam. Nicht zu übereifrig. Warum springt der immer ganz runter, echt? Durch. Und tschüss. Gib mir die Papiere, los. So, her mit den Papieren. Sehr gut. Ich habe die Papiere. Also verschwinde ich jetzt. Teufel noch eins. Tremblay! Tremblay, er ist tot. Seltsam. Was war da? Für die Revolution! Was? Versuchst du? Das geht durch die... Das kotzt mich immer an. Durch die Wände. Egal. Hep und tschüss. Schwimmen wir und unser Leben. Die netten Wäscherinnen werden mich schon nicht verraten. Ah, hallo, meine Damen. Ich will euch nicht aufhalten, eure Wäsche zu waschen. Ich bin dann mal weg. Yeah, ich hab's geschafft.